Hallo meine Lieben, heute kam mein kleines Päckchen von Lush an und zwar hatte ich mir 3 Teile bestellt, um die mal zu testen. Ich habe vorher noch nie etwas bei Lush bestellt, das ist jetzt meine erste Bestellung, um die Produkte mal kennenzulernen und zu testen. Meine Freundin hat den ganzen Lush-Laden leer gekauft in Essen, also die kennt die Produkte in- und auswendig. Aber ich hatte bisher, ich bin ja mehr so ein Yves Rocher-Freund und weil Yves Rocher hat ja teilweise auch vegane Klamotten und habe ich eigentlich gedacht, dass die ähnlich sind, aber nachdem heute das Päckchen angekommen ist, habe ich schon gemerkt, dass doch ein großer Unterschied daran besteht. Nicht nur, dass die Lush-Sachen handgemacht sind, sondern auch, weil der Geruch viel, viel intensiver ist, also von den Produkten. Das ist ja der Wahnsinn. Also Päckchen kam an. Übrigens innerhalb von 24 Stunden, die haben mit DHL geliefert und innerhalb von, ich habe mit PayPal bezahlt und innerhalb von 24 Stunden waren die Klamotten bei mir, also super. Ich liebe es, wenn der Versand so schnell vorangeht und Daumen hoch dafür. So, dann habe ich das Päckchen aufgemacht, dann waren erstmal ganz viele von diesen Styropornudeln drin und die Produkte haben sich unterhalb befunden und ich denke, wow, boah, was ein starker Geruch, ne? Und dann habe ich gesehen, die Produkte sind noch eingeschweißt und trotzdem ist der Geruch so extrem krass. Also Wahnsinn. Ja, und ich habe mir 3 Teile, ein Shampoo und 2 Bodybutter bestellt. Einmal dieses Herz, das geht leider aus dem Programm raus. Da stand auf der Homepage bei Lush auf der rechten Seite unten Ihre letzte Chance. Also da stehen dann so Neuheiten und so weiter und so weiter. Und ganz unten steht Ihre letzte Chance. Und ja, dann habe ich mir das mal bestellt. Strawberry Feels Forever. Ja, Santos, genau. Und ja, ist wie gesagt so Body Butter. Das sind meine Ausmache. Also ich rieche das schon durch dieses Zellophanpapier, riecht es das ganz stark. Boah, oh, mein lieber Scholli, meine Güte, also kann man gar nicht beschreiben. Ist jetzt ganz neu für mich, habe ich vorher noch nie gerochen. Also super intensiv der Geruch, boah, Wahnsinn, das ist ja wie Parfüm. Und ja, schmilzt sofort, wenn man dazu reibt. Oh, da werde ich Spaß haben. Ja, schön duftende Klamotten zum Ausprobieren. So, dann habe ich mir, ach so, das habe ich jetzt schon den Preis gesagt. Hat gekostet, Strawberry Feels Forever, 9,95 €. Ja, und dann habe ich mir ein Trockenshampoo gekauft. Möchte ich unbedingt mal ausprobieren, bin ich ganz gespannt drauf. Das ist das Godiva und da ist der Conditioner schon mit drin und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ist so ein gelbliches mit braunen und grünen Punkten drin. Boah, wie intensiv sind die Klamotten denn? Das ist der Wahnsinn. Boah, und diese Gerüche, die muss man erstmal einordnen. Also kenne ich nicht so Gerüche. Also das würde ich sagen wie Zitrus und, oh, aber ich sage ja, das ist jetzt für mich absolutes Neuland. Ich habe die noch nie gerochen, die Produkte vorher und ich war ja auch so gespannt und es ist so intensive, ich bin ganz begeistert, ich bin hin und weg. Also da bin ich super gespannt, wie das funktionieren soll. Man soll es ja einfach mit auf nassen Haaren, auf frisch, also nass gemachten Haaren oben auf den Kopf legen. Dann so reiben, glaube ich. Oder reibt man so in die Hände. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal aus. Und dann soll es ja schäumen und dann ja, ganz normal waschen. Ich bin gespannt. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren. Und ich freue mich dann immer drauf. So, dann habe ich... Shampoo hat gekostet. Shampoo, Godiva Shampoo Bar. 9,25 €. Ja, man denkt jetzt, wow. 9,25 € für so ein kleines Mini-Teil, aber soll wirklich intensiv, langanhaltend und ja, Konzentrat soll es sein, so in der Art. Also man kommt da doch schon einige Haarwäsche mit hin, ich glaube so bestimmt 10, oder? Ich werde es probieren. Okay, dann habe ich mir noch Silk Stockings gekauft. Das ist eine getönte
Bodylotion oder so, Körpercreme, die schimmert und gibt dir einen sexy schimmernden Tang und du siehst aus, als trägst du Seidenstrümpfe. Okay, also ich bin gespannt. Das hat gekostet 13,95. Nicht schlecht, aber wie gesagt, ist ja auch alles Handarbeit und oh, Wahnsinn. Das, haben die da Parfüm reingemacht? Ganz viel Parfüm? Oh, das glänzt sogar schon. Ey, das ist ja cool. Schade, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich mache jetzt so. Das ist ja eine getönte Körpercreme jetzt, ne? Seht ihr den Unterschied irgendwie? Seht ihr das? Ich habe das hier drauf geschmiert. Das glänzt richtig schön. Und ist so wie ein Make-up, sieht das aus. Oh, schön. Und duftet. Oh, herrlich. Also ich freue mich wirklich über die Sachen und werde jetzt erstmal die drei ausprobieren. Und dann kann ich ja gucken, wenn die mir gefallen, dann kann ich nochmal neu bestellen oder auch mal vielleicht nach Essen in den Store reingehen. In Essen gibt es ja sogar zwei, einer am Bahnhof und einmal in diesem Einkaufszentrum drin, am Limbecker Platz. Und dann kann ich mir da mal vor Ort die Sachen angucken. Da kann man auch schnüffeln, was einem gut gefällt. Und ja, okay. Das war es eigentlich von mir schon. Ich wollte dann mal gucken, ob ich dazu noch ein Video mache, wie ich das Shampoo benutze oder wenn ich es benutzt habe, was ich dazu sagen werde, ob ich damit gut klarkomme, weil ich habe ja so Fusselhaare und ja. Und ich bin gespannt, ob ich da jetzt noch das Sprühspray hinterher, also ich habe ja dieses von Schwarzkopf Glisskur, dieses Spray, weil sonst kriege ich meine Haare nicht durchgebürstet. Ob ich da zusätzlich, weil da ist ja der Conditioner schon mit drin, ob ich da jetzt zusätzlich noch das Spray benutzen muss oder nicht. Ja. Ach so, was sagt ihr überhaupt zu meinen Nägeln? Das ist der neue Nagellack, den ich mir gestern gekauft habe, und zwar von MNY. Die Farbnummer, was war das nochmal? 661 oder so. Von dieser neuen I'm Rockstar oder I am a Rock, Konzertrocker, genau. Von dieser Limited Edition. Also ich finde den sowas von genial. Der gefällt mir so gut. Einmal drüber gegangen, ein einziges Mal und schon so intensiv und so gleichmäßig. Und da sind so kleine Glimmerpartikel dran. Also ich finde den super klasse. Ich werde wohl auch morgen nochmal hin. Ich bin ja immer noch auf dem Weg und auf der Suche nach meiner Limited Edition Handcreme von Essence. Diese Weihnachtshandcreme. Und da bin ich ja eh die ganze Zeit unterwegs. Jeden Tag in irgendeinen anderen Drogeriemarkt. Und dann werde ich mal gucken. Ich wollte mir dann noch eine andere von der Limited Edition kaufen, weil ich wusste nicht, dass die so gut aufzutragen sind und so gleichmäßig. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich gehe jetzt schlafen, weil wir haben mittlerweile 23.33 Uhr und ich bin echt müde. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz das Video drehen und die Sachen riechen. Naja, du riechst die auch. Ne, Jacinda ist jetzt auch ein Videostar, wollte ich sagen. Ne? Du kommst jetzt auch immer in die Kamera rein. Nicht nur immer der Sandhorst. So, meine Lieben, bis bald. Ne? Tschüss.